Hallo und willkommen, meine Freunde, zum großen Boots- und Schiffsguide zu dem Spiel Fishing North Atlantic. In diesem Video möchte ich euch alle käuflich erwerbbaren Schiffe vorstellen, mit Preis, Funktion und welche Fischarten mit dem jeweiligen Boot befischt werden können. Ebenfalls zeige ich euch alle Positionen der versteckten Boote, die man an Küsten, auf See oder in den Häfen finden kann. Ich hoffe, ich kann euch mit diesem Guide helfen, euer Lieblingsboot zu finden, so dass ihr schnell Reichtum und Ruhm aufbauen könnt. Ein sehr, sehr schönes Schiff. Hier seht ihr die Fix. Es ist, wie ihr seht, ein Hidden Boat. Das heißt, ihr müsst es finden. Ihr habt es ja gerade im Video gesehen. Sie wurde 1920 rum gebaut und zählt derzeit noch zu den ältesten Fischerboote oder Booten, die wirklich noch oben in Norwegen die Gewässer kreuzen. Also, die ist heute noch aktiv und für mich, für 95.000, ein wirklich sehr, sehr tolles Schiff, was ich nur jedem Fischer empfehlen kann. Es muss nicht immer modern sein. Ihr werdet, glaube ich, sehr, sehr viel Spaß mit diesem Schiff haben. Sie verfügt über 8 Langleinen, die bis zu 5.000 Haken beherbergen können. Es ist leider nur ein Langleinenboot. Aber nichtsdestotrotz habt ihr gesehen, was ihr da für Fischsorten mit fangen könnt. Es lohnt sich also allemal, dass ihr dieses Schiff freischaltet und auch bei euch im Repertoire präsentieren solltet. Ich möchte euch hier die Vibeke Catherine vorstellen. Es ist schon ein Mittelschiff mit einem Preis von 895.000. Zählt dieses Schiff mit Sicherheit mit seinen 15 Meter auch zur Mittelklasse. Was gibt es zu dem Schiff zu sagen? Das Schiff kann sowohl mit Langleine als auch mit Netze gefischt werden. Kurze Daten dazu. Ihr habt 40 Langleinen an Bord mit einer maximalen Länge von bis zu 10.000 Haken. Und bei den 40 Netzen habt ihr eine maximale Netzgröße von bis zu 165 Meter. Ja, also wie gesagt, für mich ist die Vibeke Catherine ein bisschen zu klobig. Nichtsdestotrotz ein sehr, sehr schönes Schiff, was seine Berechtigung ebenfalls aus Fishing Barents Sea hat. Wenn ihr, wie gesagt, auf dieses Schiff steht, dann lohnt es sich allemal, es freizuschalten. Ich ehrlich gesagt finde dieses Schiff nicht so toll.
Für euch da draußen, meine Freunde, möchte ich mal ganz kurz etwas anmerken. Ihr habt jetzt die ersten beiden Schiffe gesehen, noch nicht viel vom Guide. Nichtsdestotrotz möchte ich mal einen Hinweis geben. Wir haben in der ersten Runde die Fix gesehen und in der zweiten die Vibeke Catherine. Und obwohl die Vibeke Catherine doch ein wenig moderner und größer ist, liegen die Fangquoten aber ziemlich weit auseinander. Denn wenn ihr jetzt Kapitän seid und möchtet gerne nur Rotbarsch fischen, dann ist nicht die Vibeke Catherine euer Schiff der ersten Wahl, in unserem Vergleich mit den beiden Schiffen jetzt, sondern die Fix. Denn die Fix, die hat mehr Quoten für den Rotbarsch und ihr dürft mit der Fix mehr Rotbarsch fangen als wie mit der Vibeke Catherine. Das mal nur so als Randeinwurf hier in den Guide reingeschmissen. Es lohnt sich also wirklich, alle Schiffe zu vergleichen und auch mal wirklich sagen, okay, wir steigen lieber auf die älteren Schiffe um, anstatt neue zu nehmen. Schiff Nummer 3 ist die Notz Gülti und die Notz Gülti ist ein reines Schiff zum Hummerfang. Das heißt, ihr könnt keine anderen Fischarten damit befischen, sondern ihr könnt nur Krabbenreusen rausschmeißen, um Hummer im Atlantik zu fangen. Mit einem Preis von 1,15 Millionen Dollar zählt das Schiff auch nicht wirklich zu den Anfängerschiffen für Leute, die gerade mit dem Spiel anfangen. Nichtsdestotrotz hat die Notz Gülti seine Berechtigung auf dem Atlantik, denn es ist eins der modernsten Hummerboote, die derzeit rumfahren. Sie kann nicht nur auf dem Dach Hummerdinger laden, sondern auch auf Steuerbordseite. Und die Quoten lassen sich auch sehen. Allerdings kann ich nicht wirklich jedem empfehlen, dieses Schiff zu kaufen. Später sollte man es im Hafen haben, ja, aber gerade am Anfang weiß ich nicht, ob man nur Wert legen möchte auf den Hummeranfang. Denn ihr dürft auch eins nicht vergessen, es geht ja auch darum, in der Saison zu fischen. Und wenn ihr in der Saison fischt, dann habt ihr nicht immer 12 Monate Zeit, sondern vielleicht 2-3 Monate und dafür 1,15 Millionen auszugeben, weiß ich nicht. Dennoch ein sehr, sehr schönes Schiff, meiner Meinung nach. Ich werde es mir auf jeden Fall später auch in den Hafen stellen, aber so jetzt für den Anfang glaube ich nicht. Es ist auch das erste Schiff, das jetzt wirklich frei verfügbar ist und nicht gefunden werden muss. Jetzt kommen wir zu einem Schiff, das jeder kennen sollte. Es ist natürlich frei verfügbar für alle, denn es handelt sich um das Starterschiff Die Mickey. Die Mickey ist ein Harpunenboot oder ein Tiefseeleinenboot, mit dem man mit der Harpune auf Schwertfisch und Tuna fischen kann oder eben mit der Tiefseeleine, mit der Deepline. Ja, aber da wir hier im Guide sind und zwar alle Boote vorstellen, dann verweise ich auf meinen Starter-Guide zu Fishing North Atlantic. Denn dort habe ich euch ja gesagt, es macht einfach mehr Sinn, die Mickey auf Tiefseeleine umzubauen und das Harpunenfischen erstmal beiseite zu legen. Nichtsdestotrotz können wir fürs Harpunenfischen alleine rausfahren. Hingegen, wenn wir mit der Tiefseeleine arbeiten, müssen wir uns maximal eine Crewperson an Bord holen. Ich finde das Schiff wirklich ein sehr, sehr tolles Starterschiff und ich kann nur jedem wirklich empfehlen, baut euch die Mickey komplett aus, den größten Radar drauf. Warum und wieso, das habe ich euch alles in meinem Anfängerguide zu Fishing North Atlantic erklärt.
wenn ihr den noch nicht gesehen habt, solltet ihr jetzt mal draufklicken. Ja, mir bleibt eigentlich kaum noch was zu sagen. Ich finde die Mickey ein so großartiges Schiff und mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit diesem Schiff über den Atlantik zu fahren. Und es wird auch immer in meiner Garage bleiben, denn es gibt kein schöneres Boot. Für alle, die doch auf Hummer gehen möchten, bringe ich euch hier die No Yankee mit. Die No Yankee ist ein erschwingliches Schiff, erschwinglich sagen wir mal, die kostet 450.000 und ist ausgelegt für den Hummerfang. Ihr könnt mit einer Maximalkapazität von 100.000 Kilogramm an Hummer wirklich den Atlantik ausschöpfen. Es kommt zwar nicht an die Notts Guilty ran, nichtsdestotrotz denke ich mal, dass die No Yankee die Alternative sein wird für die Leute, die dann wirklich auch auf Hummer fischen möchten. Also, wie gesagt, denkt dran, ihr könnt nur in der Saison den Hummer fangen, zwar außerhalb auch, aber nicht lukrativ. Und deswegen überlegt euch gut, ob ihr 450.000 auf den Tisch legt für dieses Schiff. Aber wenn wir uns das Schiff mal anschauen, es macht wirklich etwas her. Es sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Auch hier der Innenraum. Es macht Spaß damit, über den Atlantik zu fahren. Und ja, ich kann nur sagen, Leute, probiert einfach mal den Hummerfang aus. Denn dieses Schiff hat die Berechtigung ebenfalls verdient, auf dem Atlantik rumzuschippern. Und wenn ihr der Kapitän dafür seid, umso mehr. Belebt das Schiff, lasst es fahren. Ihr bekommt es im Hafen von Digby. Ihr habt es gesehen, es ist nicht zu finden. Also das heißt, jeder kann es, wenn man das Geld hat, kaufen. Man muss nicht suchen oder sonst was. Ja. Probiert euch im Hummerfang aus. Ich wünsche euch auf jeden Fall dabei viel, viel Spaß. Wenn ihr wollt, dann kommt ihr mit Schiff Nummer 6 endlich in die Region der Industriefischerei. Denn hier seht ihr die Scarlet. Die Scarlet ist ein Industrieschiff zum Fang, aber Achtung, nur für Schneekrabben. Ein wirklich sehr, sehr tolles Schiff, meiner Meinung nach. Nichtsdestotrotz dürft ihr nicht vergessen, das Schiff kostet 4,95 Millionen Dollar, und es muss nicht gefunden werden, dennoch ist es nur für Schneekrabben geeignet. Zwar könnt ihr damit 600.000 Kilogramm Schneekrabben fangen, aber berücksichtigt bitte, dass die Zeiten für Schneekrabben wirklich nur saisonal und begrenzt sind. Also bevor ihr denn da fast 5 Millionen auf den Tisch legt, um in die Industriefischerei einzusteigen, solltet ihr wirklich überlegen, braucht ihr das Geld oder nicht. Aber wenn ihr Krabbenfischer sein möchtet, wenn ihr wirklich ein robustes, schönes Schiff haben möchtet, das Wellen bricht, das auch im tiefsten Schnee den Atlantik sträubt, dann ist die Scarlet für euch das richtige Schiff. Ihr könnt bis zu 5 Personen mitnehmen auf diesem Schiff, die für euch die Reusen rausschmeißen, damit ihr das wertvolle Gold aus dem Atlantik bei euch auf das Schiff ziehen könnt. Also mir bleibt nicht wirklich viel zu sagen, nur dass die Scarlet wirklich ein super, super tolles Schiff ist, aber halt auch saisonal gebunden. Und 5 Millionen für nur mal kurz eine Schneekrabbensaison, ich weiß nicht, das kann man machen, wenn man viel, viel Geld hat. Nichtsdestotrotz gehört die Scarlet
mit in den Fuhrpark für alle anderen, die wirklich auf Schneekrabben lostigern wollen. Freunde, was soll ich euch sagen? Wir sind angekommen in der Industriefischerei. Wer dieses Schiff gefunden hat, der darf sich glücklich schätzen. Mit knapp 20 Millionen Dollar könnt ihr dieses schöne Schiff in Digby kaufen. Die Hermes, unser Gefriertroller. Meiner Meinung nach das größte Schiff hier in Fishing North Atlantic. Es lohnt sich also, wenn ihr schnell Industriemagnat sein wollt, euch die Hermes zu holen. Die Hermes ist für die Fischerei über Grund zuständig. Das heißt, ihr betreibt Grundnetzfischerei. Es ist ein Fabrikschiff und schaut euch mal die wahre Pracht von Monster an. Ein Dieselmonster desgleichen. Aber ihr habt hier jede Menge Fisch, die ihr verarbeiten könnt. Mit bis zu 4 Millionen Fische in der Quote pro Artfass, sage ich mal, ist die Hermes ein Bombenschiff. Und mir bleibt eigentlich der Atem weg, euch das zu sagen. Wie gesagt, ihr werdet die wahrscheinlich schnell entdecken, die Hermes, aber kaufen könnt ihr euch die noch lange nicht. Seid euch sicher, wenn ihr dieses Schiff habt, wollt ihr kein anderes mehr fahren, wobei es nach der Zeit, wenn man das Kenmar-System hat, über dem Atlantik, wünscht man sich die kleinen Schiffe zurück, weil die großen Fabrikschiffe sind einfach nur noch Farmen, Farmen, Farmen und ja, ihr häuft so viel Geld an bis zum geht nicht mehr. Da finde ich die kleinen Schiffe meiner Meinung nach ein bisschen schöner. Nichtsdestotrotz, hier habt ihr das größte Schiff im Spiel, die Hermes. Das nächste Schiff ist bestimmt dem einen oder anderen ebenfalls bekannt, denn es handelt sich um die gute alte Borch. Ihr seht es hier von innen. Das ist das Starterschiff aus dem vorherigen Spiel Fishing Barren Sea. Und wir sehen hier den Fundort, wo das Schiff gefunden werden kann. Es kann im Hafen gefunden werden. Ja, und es war eigentlich, wie gesagt, im Vorgängerteil ebenfalls das Starterschiff, was heute die Mickey ist. Es ist ein ganz, ganz alter Fischkutter, der entweder auf Langleine gebaut werden kann mit maximal 4 Langleinen bis zu 500 Haken oder aber auch für die Netzfischerei genutzt werden mit 4 Netzen mit einer Größe von maximal 165 Meter. Für mich ist das Schiff nichts. Sie ist zu langsam einfach für den Atlantik hier und es gibt dann doch schon andere Schiffe, die ich bevorzugen würde, aber für die Nostalgiker unter euch, die unbedingt diesen alten Kahn haben möchten, weil ihr den ja vom Opa vererbt bekommen habt, ne, wenn ihr noch euch dran denkt, könnt ihr euch den gerne holen. Ich wünsche euch viel Spaß damit.
Kommen wir nun zu eins der speziellen Boote hier in Fishing North Atlantic. Und zwar kommen wir zu Lenore. Die Lenore ist meiner Meinung nach das Schiff, was ihr euch nach der Mickey kaufen solltet. Denn die Lenore ist ein Spezialschiff. Wenn ihr die Schiffe vergleicht, was ich euch immer sage, schaut euch die Schiffe an, dann werdet ihr feststellen, dass die Lenore nicht nur ziemlich groß ist, Crew mitnehmen kann, sondern das ist auch ein, Anführungsstrichen, Multicrew-Schiff, das viel fangen kann. Nämlich Kabeljau, Schellfisch, Hummer, Seelachs, Rotbarsch, Silberhecht, Schwertfisch und Thunfisch. Ihr könnt also damit Tiefseeleinen, ihr könnt damit Langleine, ihr könnt damit mit Netz fischen. Ja, also dieses Schiff ist ein Allrounder. Sogar mit der Reuse könnt ihr auf Hummer gehen. Ich kann nur jedem wirklich empfehlen, die Lenore zu kaufen für $295.000. Das beste Schiff, was ihr in diesem Spiel bekommen könnt. Und ihr seid unabhängig von der Saison und könnt fast das ganze Jahr durchfischen. Also ich kann euch nur dieses Schiff wärmstens empfehlen. Zudem sind natürlich die Fangquoten auch nicht zu vernachlässigen, denn die liegen überall im 100.000er Bereich. Nur so mal als Info. Das nächste Schiff, was ihr finden könnt, ist die Moby Dee. Es ist in Norwegen eigentlich weit verbreitet als Fischerboot. Für mich in diesem Spiel, glaube ich, nicht relevant. Ja, also erstmal kostet der Kutter 1,25 Millionen und dafür bekomme ich doch schon ganz, ganz andere Schiffe. Und auch die Quoten sind nicht gerade die besten. Mal abgesehen davon, dass er nur Langleine kann, damit aber nicht genug. Wir nehmen 20 Langleinen mit Haken bis zu 10.000. Oder aber wir bauen auf Netze um, können 20 Netze mitnehmen mit einer Größe von 165 Meter. Es ist kein schlechtes Schiff für Nostalgiker, wieder ein Must-Have, schätze ich mal. Aber auch die Knoten von 10... Also 10 Knoten auf hoher See und im Wellengang überzeugen mich nicht. Dieses Schiff, was übrigens gefunden werden muss, zu fahren. Ja? Ihr habt gesehen, wo ihr das Schiff finden könnt. Wenn ihr es haben möchtet, besorgt es euch. Und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit diesem Schiff. Das nächste Schiff, was ich euch mitbringe, ist die Backstabber. Die Backstabber ist der große Bruder von der Mickey. Es handelt sich um ein Schiff, das ausschließlich Harpunen und Tiefseeleinen nutzen kann und somit nur für den Fang für Thunfisch und für Schwertfisch geeignet ist. Nichtsdestotrotz ist die Backstabber voluminöser, größer als die Mickey. Und mit 375.000 zwar erschwinglich, aber wir müssten uns hier wirklich die Frage stellen, sind die 375.000 für ein Upgrade auf ein saisonales Schiff wirklich gerechtfertigt oder bekommt man nicht für dieses Geld etwas anderes? Aber hey, das habe nicht ich zu entscheiden, sondern ihr, denn Geschmäcker sind verschieden und für diejenigen, die gerne halt Harpunen und Tiefseeleinfischen machen, ist die Backstabber vielleicht genau das Richtige.
Die Wegstepper überzeugt natürlich mit der hohen Gewichtsaufnahme der Schwertfisch und Thunfisch. Aber wie gesagt, schaut sie euch in Ruhe an, wenn ihr möchtet. Und ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr wollt, dann schlagt zu. Die Wegstepper ist ein tolles Schiff. Unser nächstes Schiff ist wieder ein Hidden Schiff und heißt, es muss lokalisiert und gefunden werden. Und dabei handelt es sich um die Selfie. Die Selfie ist ein ganz, ganz besonderes Schiff, zu dem es einiges zu sagen gibt. Aber vor jeder Freude beim Fahren oder zu jeder Besitzkarte gehört nun mal das Finden. Und ihr müsst das Schiff erst finden. Und wo ihr das findet, das zeige ich euch jetzt. Jetzt wisst ihr, wo ihr die Selfie finden könnt, fahrt mit dem Radar dahin. Zu der Selfie gibt es zu sagen, sie ist komplett aus Glasfaser mit Polyesteranteilen und deswegen halt das schnellste Schiff auf dem Atlantik mit bis zu 30 Knoten. Der Preis liegt mit $395.000 auch im Rahmen des Machbaren. Sie verfügt über 8 Langleinen mit Haken bis zu 2000 oder ihr könnt sie auf den Netzfischfang umbauen mit 8 Netze mit einer Größe von bis zu 165 Meter und als kleines Schmankel hat sie nochmal 8 Krabbenreusen mit, die zum Fang für Hummer genutzt werden können. Wer also modern sein möchte und Speed auf dem Atlantik niederlegen möchte, der ist bei der Selfie richtig aufgehoben. Ich weiß allerdings nicht, ob es die richtige Wahl ist, wenn man dieses Geld ausgibt. Glaube ich, kann man schon bessere Schiffe bekommen. Aber die Entscheidung liegt bei euch. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Selfie. Das nächste Schiff, was ich euch zeigen möchte, ist die Coastern. Die Coastern ist weltbekannt aus der D-Max-Reihe Fang des Lebens, denn die Coastern ist eigentlich eine Originalabbildung von der Northwestern aus der Fernsehreihe Fang des Lebens. Die Coastern ist somit ein Schneekrabbenschiff und kann zum Fang only für Schneekrabben genutzt werden. Die Coastern bricht wirklich die Wellen, egal bei welchem Wetter. Mit einem Preis von 6,55 Millionen US-Dollar kannst du dir die Coastern in den Hafen stellen. Sie verfügt über 90 Krabbenreusen, die ausgelegt werden können, um in der kalten See die Schneekrabben zu fangen. Bitte vergesst nicht, es ist ein saisonales Schiff. Die Schneekrabbenzeit auf dem Atlantik ist begrenzt. Nichtsdestotrotz habt ihr hier Kult, ihr habt hier Style, ihr habt hier einfach alles, denn die Coastern ist einfach nur geil. Also wer dieses Schiff nicht in den Hafen stellt, ist selber schuld. Fühl dich einmal wie ein Fernsehstar. Scheiß auf die Wellen und fang einfach Schneekrabben. Wie gesagt, eins der schönsten Schiffe, finde ich meiner Meinung nach. Hier in dem Spiel allerdings auch eins der kleinsten Schneekrabbenboote. Nichtsdestotrotz ist es saisonal bedingt und ihr solltet euch überlegen, ob ihr dieses Schiff auch wirklich braucht. Ich stelle sie mir auf jeden Fall in den Hafen und wünsche dir viel Spaß mit der Coaster. Das nächste Schiff ist wieder ein Gefriertroller. Und die Gefriertroller haben wir hier schon durch die Hermes kennenlernen dürfen. Aber die Dexter ist ein besonderes, modernes Gefrierfabrikschiff, denn es ist ziemlich klein und es hat viel Speed.
Also ich finde, die Dexter kann sich oder braucht sich nicht verstecken hinter unserer Hermes. Nichtsdestotrotz ist sie erschwinglicher als unsere Hermes, denn mit einem Preis von 12,95 Millionen US-Dollar ist es ein sehr ansehnlicher Gefriertroller, der, wie gesagt, Kabeljau, Schellfisch, Seelachs, Rotbarsch und Silberhecht fangen kann. Es ist das altbewährte Grundschleppnetzprinzip, das heißt, ihr zieht die Netze ganz knapp über den Grund und landet somit die Fische tot beim Reinholen. Das heißt, die werden dann durchs eigene Gewicht zerdrückt, die Fische, und sind meist schon tot, wenn ihr das Netz auf das Schiff gehievt habt. Ihr seht hinten rechts die beiden Türen, die durch das Kenmar-System gesteuert werden können. Ja, was soll ich zu einem Industrieschiff sagen? Ein Industrieschiff ist einfach nur dazu da, Farmen, Farmen, Farmen. Wenn man in der Ära der Industriefischer angekommen ist, fährt man raus, schmeißt die Netze zwei, dreimal raus, kommt mit Millionen Fisch rein, erntet Millionen von US-Dollar. Und ich weiß nicht, ob das einem Spaß macht später. Würde es Multiplayer geben oder eine Rangliste, wo man sich messen kann, würde das eventuell noch wirklich Sinn machen. Meiner Meinung nach haben die großen Industriefische zwar eine Berechtigung in dem Spiel, aber sie machen auch den Spielfluss, aber auch, wie gesagt, nur meiner Meinung nach kaputt. Denn ihr schmeißt raus, holt rein, habt Millionen an Kohle und das war's. Aber wenn ihr trotzdem mal Industriefischer sein möchtet, euer eigenes Fabrikschiff haben möchtet, dann legt euch die Decks dazu. Unser nächstes Boot ist wieder ein Hedenschiff. Und es handelt sich um die Tobi. Ihr könnt gerne die Tobi finden, lokalisieren und erfahren. Für mich ist die Tobi allerdings nichts. Es ist ein sehr, sehr kleines Schiff, wie ihr hier sehen könnt. Sie liegt unruhig auf dem Wasser. Also man hat wirklich immer das Gefühl, man sitzt in einer Nussschale drin. Und freischalten müsst ihr sie auch noch. Ihr seht es hier. Hier könnt ihr die Tobi finden. Also, wie gesagt, sie kostet zwar nur 35.000 Dollar, hat 8 Langleinen mit Haken bis zu 2.000. Oder ihr könnt sie für die Netzfischerei mitnehmen. Dann habt ihr 8 Netze an Bord mit einer Größe bis zu 165 Meter. Ob sich der Aufwand lohnt, ich bin mir da nicht ganz sicher, aber ihr dürft gerne dieses Schiff freischalten. Ich habe allerdings immer das Gefühl gehabt, wenn ich mit der Tobi gefahren bin, sitze ich in einer Nussschale und werde über den Rhein getrieben, obwohl es hier der Atlantik ist. Also sie ist ganz schön wackelig und man wird durchgeschüttelt und ich weiß nicht. Ich bin kein Freund von der Tobi, aber hey, vielleicht seid ihr es. Wenn ihr gerne mit einer Nussschale über den Atlantik fahren möchtet, dann ist die Tobi genau das richtige Schiff für euch. Ich wünsche euch jedenfalls viel Spaß mit der Tobi. Nostalgiker, aufgepasst, das nächste Schiff ist wieder etwas für euch. Es ist allerdings wieder ein Hiddenschiff und ihr seht schon, es ist die Vollerbühn. Es muss gefunden werden. Nichtsdestotrotz für Historiker und für Antikfans ein wirklich sehr, sehr tolles Schiff. Ihr sitzt hoch, ihr habt wirklich den besten und perfekten Ausblick, aber es muss gefunden werden. Aber ich werde euch natürlich auch zeigen, wo ihr das Schiff finden könnt. Dazu blende ich euch nämlich einmal kurz die Map ein und ihr seht, wo ihr das Schiff finden könnt. Zack, hier unten an der Spitze findet ihr das Schiff. Die Vollerbühn ist, wie gesagt, ein tolles Schiff aus den 70er oder 20er. Ich glaube 20er. Es kostet 150.000. Es hat allerdings nur 8 Leinen, allerdings Haken, wenn ich nochmal allerdings, da kriege ich einen Rappel,
bis zu 5000. Das Einzige, was mich an diesem Schiff wirklich stört, sonst würde ich sie selber fahren, ist im Standard. Also ihr seht, ich gebe hier Vollgas, aber ich habe das Schiff wieder mit Motor-Upgrade versorgt, mit sonstigen Equip oder sonst was. Das Ding ist super träge und langsam. Ja, also jeder Fischer träumt davon. Es ist die älteste Baureihe, die ihr hier auf dem Atlantik finden könnt und die überhaupt in Norwegen rumfährt. Aber sie hat keine Power, sie hat keine PS, sie hat kein gar nichts. Wie gesagt, es ist aber auch nur die Grundausstattung hier. Ihr könnt natürlich Motor-Upgrades reinhauen und so weiter und so fort. Aber für die Nostalgiker unter euch ist das Schiff das, wo ihr mitfahren möchtet. 8 Langleinen mit bis zu 5000 Haken. Damit zieht man schon Fisch aus dem Atlantik und Geschichte schreibt da noch oben drauf hinzu. Denn es ist eine Holz-Aluminium-Bauweise. Und ja, ich kann euch nur sagen, ein sehr, sehr tolles Schiff, allerdings sehr, sehr träge und langsam. Das nächste Schiff ist wieder ein Harpunen- und Tiefseeleinenfisch, die Legend. Die Legend ist größer als die Backstabber und gehört auf dem Atlantik zu einem der meistverbreitesten Schiffe, die auf Schwertfisch und Thunfisch genutzt werden. Sie ist ziemlich schnell, wendig und kann eine Crew Maximalkapazität erfassen von 3 weiteren. Also wenn ihr wirklich nur Schwertfisch und Thunfisch fangen wollt, dann ist das wirklich euer Upgrade von der Mickey, schätze ich mal. Die Legend kostet 675.000 US-Dollar und wie gesagt, ist bekannt auf dem Atlantik zum Fang für Thunfisch und Schwertfisch mit Harpune oder aber Tiefseeleine. Ihr sitzt ziemlich oben luftig, seid schnell unterwegs, vor allen Dingen nicht ganz so schnell wie die Selfie, aber ihr kommt gut voran. Ich persönlich halte natürlich von solchen Schiffen nicht wirklich viel, denn sie sind einfach nur saisonal und man kann nur 2 Fischarten fangen, nämlich Schwertfisch und Thunfisch. Nichtsdestotrotz gibt es Leute, die haben alle Schiffe in dem Hafenbecken stehen. Warum nicht also auch die Legend? Die Legend ist kein schlechtes Schiff. Ihr seht es hier nochmal. Der Innenraum ist schön ausgekleidet und ihr werdet sicherlich den ein oder anderen Fisch mit der Legend fangen. Wenn wir schon einmal beim Harpunenfischen sind, dann bleiben wir auch gleich dabei, denn wir haben ein weiteres Harpunen- und Tiefseeleinschiff, die Full Throttle. Die Full Throttle ist das modernste Harpunenschiff oder Tiefseeleinschiff, das ihr in diesem Spiel bekommen könnt. Sie ist nicht nur schnell, sie ist nicht nur luxuriös, sie ist einfach nur brachial und ja. Alle die das Harpunenfischen lieben, werden auch die Full Throttle lieben. Ihr seht hier eine halbe Yacht zum Fischfang, also die Yacht für unsere Fische. Sie kostet 975.000 Dollar und ihr könnt 4 weitere Crewmitglieder mitnehmen, die für euch denn den Schwertfisch oder die Tunas an Bord hieven. Das Schiff selber sieht wirklich brachial, toll und vor allen Dingen schnell aus. Ihr seid wendig mit dem Ding und seid aber auch gleichzeitig gegen Sonne geschützt, denn ihr könnt von außen nicht reinschauen, wie ihr es hier sehen könnt. Aber von außen könnt ihr natürlich raus. Oh, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht gerammt werden hier. Was macht der? Hat er die Schiffsregeln nicht beachtet oder? Oh, das ist ganz schön knapp hier. Nichtsdestotrotz, Freunde, die Full Throttle ist das Schiff, wenn ihr wirklich Harpunenfischen in diesem Spiel betreibt. Ihr seid bei eurem Endgegner angekommen. Das ist das Schiff, was du benötigst, wenn du erfolgreich mit der Harpune auf Schwertfisch oder Tunas jagen möchtest. Ich finde die Throttle zu saisonal und deswegen ist das Schiff nichts für mich.
Es wird wieder Zeit für ein Hidden Boot und deswegen habe ich euch eins mitgebracht. Hier habt ihr die Sharky. Sie muss gefunden und lokalisiert werden. Ein kleines, wendiges Boot, die Sharky. Und auch der Innenraum ist vielversprechend, alles übersichtlich gehalten. Aber bitte vergesst nicht, es ist ein kleineres Schiff, schon aus dem Repertoire von Fishing Barency. Jetzt auch hier in Fishing Nordatlantik erhältlich. Ihr seht den Fundort, ich blende ihn euch ein. Ihr müsst weit in den Kanal reinfahren, um das Schiff zu finden. Ja, und hier seht ihr sie, was soll ich sagen, die Sharky mit bis zu 4 Personen. Da frage ich mich, wo die sich alle hinstellen sollen. Betreibt man damit die Netzfischerei mit bis zu 165 Meter bei 8 Netzen oder aber halt Langleinenfischen, kann man mit der Sharky alles nach Herzenswünschen erledigen. Wer dieses Schiff haben möchte, darf sie gerne lokalisieren und finden. Ich glaube aber, für dieses Geld bekommt man doch schon recht weitaus bessere Schiffe in diesem Spiel. Aber hey, es gibt Sammler unter euch und Geschmäcker sind verschieden. Wie gesagt, wenn ihr die Sharky möchtet, schlagt zu, hier ist sie. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Schiff. Ein weiteres verstecktes Boot, was ihr finden könnt, ist die Snazet. Und wie gesagt, es muss lokalisiert und gefunden werden, aber ein doch recht interessantes Schiff, obwohl es eine komische Baureihe hat oder eine Bauweise oder Art hat. Von innen sieht sie nämlich aus wie ein Hochseetroller und ein wirklich modernes Fischfangboot. Aber im Grunde genommen ist es einfach nur klobig und eckig. Hier zeige ich euch nochmal den Fundort der Snazet. Ihr müsst ziemlich weit oben in die Ecke fahren, um das Schiff zu entdecken. Nichtsdestotrotz seht ihr hier die Snazet mit einem Preis von 550.000 US-Dollar. Verfügt das Schiff über wirklich viele Netze und viele Langleinen. Also ihr könnt 40 Langleinen mitnehmen mit Haken bis zu 10.000. Oder halt 40 Netze mit einer Größe von maximal pro Netz von 165 Meter. Also wie gesagt, es ist so Art Wiebeke Catherine, schätze ich mal. Und ja, ihr seht die Baureihe oder Bauweise selber. Ich finde die ein bisschen zusammengedrückt und klobig, aber in der Realität sehen die wirklich mal so aus. Aber für 550.000 sollte man sich mal überlegen, die Snazet sich in den Hafen zu stellen, denn die Snazet ist nicht zu verachten, gerade weil sie 40 Langleinen mitnimmt oder aber 40 Netze und damit holt ihr schon die ein oder andere Tonne Fisch aus dem Atlantik. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit der Snazet, wenn die für euch in Frage kommt. Das nächste Schiff, was ich euch vorstellen möchte, ist ebenfalls ein Schneekrabbenschiff. Es muss gefunden und lokalisiert werden. Ihr seht die Nova Scotia. Die Nova Scotia ist eins der größten Krabbenschiffe hier im Spiel. Nein, ist gar nicht wahr. Es gibt noch ein größeres. Aber ihr seid mit der Nova Scotia auf jeden Fall im Bereich der Industriefischerei angekommen. Ihr seht hier der Führerstand. Zu finden ist sie oben rechts in der Ecke. Ihr seht es auch hier wieder ganz weit reinfahren, damit ihr die Nova Scotia entdecken könnt. Dann lasst uns etwas über dieses Schiff erzählen. Es kostet 8,895 Millionen US-Dollar. Es hat 50 Krabbenreusen an Bord und kann, wie gesagt, nur Schneekrabben fangen. Es ist somit saisonal bedingt. In meinem Test oder in der Beta empfand ich die Nova Scotia zwar als wirklich schönes Schiff, aber träge, und wenn ihr damit Kurven fahren müsst,
Das macht nicht wirklich Spaß, wenn die nicht wirklich voll ausgebaut ist. Aber es hat die Berechtigung in dem Spiel gefunden, denn wir können hier auf Schneekrabben gehen. Und die Nova Scotia ist somit auch größer als die Coastern. Also handelt es sich hier um ein das zweitgrößte Krabbenschiff, was im Spiel ist. Ich zeige euch später nochmal ein größeres Krabbenschiff. Nichtsdestotrotz sieht sie wirklich toll aus. Und ich kann nur jedem empfehlen, der mal Krabben fischen möchte, packt mal euch die Lust und die Zeit ein, das Schiff zu finden, kauft sie euch und stellt sie euch in den Hafen. Dann werdet ihr auch viel Spaß haben. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem Krabbenboot Nova Scotia. Das nächste Schiff ist mein absoluter Favorit und Liebling. Ihr seht schon, die Ocean Runner. Die Ocean Runner ist die alleslegende Wollmilchsau hier in diesem Spiel. Wir kennen sie schon als Lenore. Das ist die kleine Schwester. Jetzt kommt der große Bruder, die Ocean Runner. Die Ocean Runner kann fast alles und ist kaum saisonal gebunden. Ihr bekommt das Schiff im Lockeport und hier seht ihr die wahre Pracht der Ocean Runner. Die Ocean Runner hat bis zu 40 Langleinen mit bis 5000 Haken, 40 Netze hat sie dabei mit bis zu 165 Meter. Ihr könnt Reusen mitnehmen für Hummer, ihr könnt Tiefseeleine mitnehmen, um Schwertfisch und Thunfisch zu fangen. Und das alles für unter 700.000 Dollar. Also ich glaube, es gibt kein besseres Schiff in diesem Spiel. Und kein Wunder, dieses Schiff war in der Beta und auch jetzt, wenn man so liest, der Favorit bei den Spielern. Man sollte sich wirklich die Ocean Runner zulegen, um ein tolles Schiff zu haben, um fast jede Saison ignorieren zu können und damit jede Menge Geld an Bord ziehen zu können. Für mich eins der besten und Top-Schiffe hier in diesem Spiel in Fishing North Atlantic, die Ocean Runner, unsere alleslegende Wollmilchsau. Ein weiteres Hidden Boot wartet auf uns und diesmal habe ich euch die Skiaxen an Land gezogen. Es ist ein Hidden Schiff, sie muss gefunden und lokalisiert werden, damit ihr dieses Schiff fahren könnt. Ihr seht's, von innen sieht sie wirklich schön aus. Ich mochte dieses Schiff, das Schiff kommt aus Fishing Barents Sea. Ich zeige euch jetzt schnell den Fundort, wo ihr die Skiaxen finden könnt. Auch hier wieder gilt, fahrt ziemlich an den Rand, damit ihr das Schiff finden könnt. Ja, also wie gesagt, es ist ein schönes Schiff, gar keine Frage. Aber für dieses Geld, zu diesem Zeitpunkt im Spiel, diese 85.000, bekommen wir andere Schiffe. Sie hat zwar 8 Langleinen, wie üblich mit 165 Meter Netzen, ebenfalls 8 Stück, oder halt die 2000er Haken an unsere 8 Langleinen. Wie gesagt, ein sehr schönes Boot von den Farben, auch von der Aufteilung her, aber für 85.000 und gerade am Anfang des Statuses, also wenn ich bedenke, wenn ich mit der Mickey anfange, rausfahre, schnell guten Fisch fange, dann überspringe ich die Skiaxen doch schon ziemlich schnell. Nichtsdestotrotz, wer auf so kleine Boote steht und nicht so das moderne Industriefischen mag, der wird mit diesem Hidden Boot natürlich viel Freude haben. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Skiaxen. Das nächste Hidden Boot, was ich euch vorstellen möchte, ist ebenfalls ein Favorit von mir, und zwar die Luna Bow. Die Luna Bow muss lokalisiert und gefunden werden,
und zählt zu den oder zu der Gattung Industriefisch oder Industriefischerei, ist aber mit besonderen Merkmalen ausgegeben. Ihr seht schon hier, der Kommandostand oder der Kapitänstand ist natürlich hochmodern. Und wie gesagt, ihr müsst sie erst finden. Ihr müsst ziemlich weit reinfahren. Ihr seht sie auf der Karte, um die Luna Bo freizuschalten. Sie liegt denn da in den Gebüsch drin. Sie ist da auf Grund gelaufen. Aber hier seht ihr das pelagische Schiff für fast 20,5 Millionen US-Dollar. Sie kann nur Makrele und Seelachs fangen. Und das ist der große Unterschied zu allen anderen Gefriertrawlern. Ihr müsst verstehen den Unterschied zwischen pelagisch und ihr müsst zwischen Grundnetzfischerei den Unterschied machen. Das Netz vom pelagisch wird die Fische lebend an Bord holen und es ist niemals so tief wie das Netz, das über Grund gezogen wird und die Fische tot auf das Schiff zieht. Ja? Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Nichtsdestotrotz hat die Luna Bo auch ein Scan-Mar-System. Ihr verarbeitet den Fisch auch und könnt den weiter verarbeiten. Also wie gesagt, für mich eins der schönsten Schiffe in dem Spiel. Die Luna Bo darf auf jeden Fall in keinem Hafen fehlen. Ihr solltet euch das Geld sparen, auch wenn dieses Schiff nur saisonal ist für Makrele und Seelachs. Nichtsdestotrotz, haben ist schöner als wir brauchen. Und deswegen steht die Luna Bo auch bei mir im Hafen. Unser nächstes Schiff ist einfach nur wahre Liebe und wahre Liebe zur Arctic Pioneer. Die Arctic Pioneer ist ein altes Krabbenschiff, das ursprünglich für den oder die Befischung von Krabben zuständig gewesen ist und wurde dann umfunktioniert. Schaut euch diesen Kapitänstand an, der Arctic Pioneer. Ein wirklich sehr, sehr tolles Schiff. Und meiner Meinung nach der nächste Step nach der Ocean Runner. Die Arctic Pioneer, wie ihr seht, hier in voller Pracht, kostet 6,45 Millionen US-Dollar und verfügt über eine ganze Anzahl von Möglichkeiten. Unter anderem Langleinen, 120 Stück mit einer Hakenanzahl bis zu 2000. Oder ihr könnt 120 Netze mitnehmen. Mit einer Größe von maximal pro Netz von 165 Meter Fläche oder aber 120 Krabbenreusen, wo ihr in 120 Körben Hummer fangen könnt. Wie gesagt, die Arctic Pioneer ist einfach nur Kult, Eleganz. Sie drückt wirklich das ganze Herz eines Fischkapitäns oder wie nennt man die als Fischer aus, ja. Der Stolz, wie sie über den Atlantik gleitet. Die Arctic Pioneer darf nirgendwo im Hafen fehlen. Und das ist der nächste Step, den ihr einschlagen solltet nach der Ocean Runner, die Arctic Pioneer. Ich habe sie im Hafen stehen und wünsche euch auf jeden Fall viel, viel Spaß mit diesem schönen, eleganten Schiff. Kapitäne, es wird brachial. Das letzte Schiff, das ich euch zeigen möchte, ist die Atlantic Catcher. Die Atlantic Catcher ist das größte Schneekrabbenschiff, das ihr hier in Fishing Nordatlantik fahren könnt. Und ich glaube auch sogar das teuerste Schiff in diesem Spiel. Schon alleine der Kapitänsausblick der Atlantic Catcher sagt alles über das Schiff aus. Ein hochmodernes Schiff zum Fangen für Schneekrabben auf dem wilden Atlantik. Und hier seht ihr die brachiale Kraft der Atlantic Catcher mit einem Wert von 29.950.000 US-Dollar. Kann es bis zu 126
Krabbenreusen an Bord nehmen, mit einer Crewkapazität von 6 und mit 1,2 Millionen Kilogramm Schneekrabben, die ihr hier an Bord dieses Schiffes heben könnt, seid ihr im Olymp angekommen, der Krabbenfischergötter, denn dieses Schiff ist nicht mehr zu toppen. Wie gesagt, eins der teuersten und größten Schiffe im Spiel Fishing North Atlantic. Es ist zwar ein saisonales Schiff, nichtsdestotrotz sollte jeder Fischermann dieses Schiff im Hafen haben und sich den Traum der Atlantic Catcher verwirklichen. Jede Welle, jeder Wind, desto trotz, jeder Eisberg bricht dieser Krabbenkutter und ihr zieht das wertvolle Gold aus dem Atlantik, nämlich die Schneekrabben an Bord und erfreut euch einem wachsenden Kontostand, den ihr zusehen könnt, wie ihr von Armut in Reichtum aufsteigt, nur alleine durch Fahren dieses Schiffes. Und lasst euch gesagt sein, eure Fischerkollegen werden euch beneiden, wenn ihr mit der Arctic Catcher über den Atlantik pest. Meine Freunde, das war das Zeichen, dass wir am Ende angekommen sind. Am Ende einer Reise durch alle Schiffe in Fishing North Atlantic. Ich habe versucht, den Guide so gut wie möglich aufzubauen. Es war wirklich eine Heidenarbeit. Und ich würde mich natürlich über einen Daumen freuen, wenn euch dieser Guide auch gefallen hat. Ihr habt auf jeden Fall jetzt alle Schiffe gesehen, die ihr in Fishing North Atlantic bekommen könnt, die ihr kaufen könnt, die ihr erfarmen könnt, die ihr finden könnt, alle Positionen. Ja, was für ein Schiff solltet ihr euch kaufen oder was nicht. All das wurde in diesem Guide besprochen. Danke dafür, dass ihr fast eine Stunde jetzt zugesehen habt. Und ja, mir bleibt nur zu sagen, ich würde mich freuen, wenn wir uns in einem weiteren Guide von mir zu Fishing North Atlantic oder anderen Spielen wiedersehen würden. Nichtsdestotrotz wünsche ich euch natürlich jetzt viel, viel Spaß mit Fishing North Atlantic. Ja, und ich weiß, es ist jetzt mal wieder ein neues Update rausgekommen, dass die Fischfinderei und den Sonar wieder etwas verändert hat. Aber lasst euch gesagt sein, je mehr euch damit befasst, desto mehr macht es Spaß und ihr werdet die Fische finden. Vergesst nicht, jedes Boot hat die Berechtigung hier in dem Spiel. Was vielleicht auch noch wichtig ist zu erwähnen ist, alle Boote sind im Rohstandard gewesen. Das heißt, sie haben weder Upgrades gehabt, noch Radar, noch Sonar, noch Quoten-Update gehabt, sondern so wie ihr diese Schiffe wirklich im Spiel finden könnt, zur Auslieferung, so könnt ihr die nutzen. Ihr könnt natürlich dann noch bessere Quoten bekommen, indem ihr die Upgrades kauft oder einen besseren, stärkeren Motor. Ihr werdet schneller, ihr werdet mit Querruder, Seitenruder wendiger. Ja? Ich habe nur bewertet, so wie das Schiff ausgeliefert wurde, wie du es als Spieler kaufst. Nichtsdestotrotz, alles hat ein Ende, dieser Guide auch. Ich bedanke mich auf jeden Fall, wie gesagt, dass ihr zugesehen habt. Bis dahin, tschüss, ciao und bye bye.